Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ich möchte mit euch heute über meine Erfahrungen mit Abenteuer des Robin Hood von Cosmos sprechen. Ja, ist ja ein Spiel, das schon lange raus ist und ich bin da natürlich ganz, ganz weit hinten. Wenn es danach geht, dürfte ich dieses Video gar nicht machen. Ich wollte trotzdem meine Gedanken mit euch teilen ähm, zu diesem Spiel. Das ist ja auch nominiert gewesen zum Spiel des Jahres 2021, ähm, hatte äh, dann aber nicht gewonnen. Aber doch eine Nominierung ist ja auch schon eine tolle Sache. Und hat, glaube ich, auch, ich denke, sehr gute Verkaufszahlen gehabt. Dieses Jahr kommt ja auch die Erweiterung mit Bruder Tack dazu raus. Wir haben es jetzt rausgeholt. Wir haben insgesamt vier Abende gespielt. Ah, ja, rund drei Stunden. Ich glaube, am ersten Abend hat man anderthalb Stunden somit investiert. Wir haben eigentlich fast immer zwei Missionen gespielt. Außer an einem Teil haben wir nur, einen Tag haben wir nur eine Mission gespielt. Es lag aber mehr daran, dass noch andere Sachen an dem Tag einfach anlagen und wir andere Sachen gespielt haben. Wir haben es zu viert gespielt mit vier Charakteren, wobei angefangen haben wir zu dritt und der André ist dann ähm, ab der zweiten Mission dazugestoßen. Insgesamt habt ihr sieben Szenarien. Die Story spaltet sich an einer gewissen Stelle ein bisschen auf, je nachdem welche Entscheidung ihr trefft. Das Spiel überzeugt schon mal mit einem richtig coolen Spielbrett. Ich will jetzt hier nicht zeigen wegen Spoilern, aber ich denke, ihr habt das schon oft gehört. Das Spielbrett ist ja so, dass es double layered ist oder wahrscheinlich sogar noch mehr, aber zumindest könnt ihr an manchen Stellen halt Sachen rausmachen und umdrehen. Das hat bei uns auch ganz gut funktioniert. Ich fand die Puzzle, man puzzelt diesen Spielplan, der wirklich groß ist. Zusammen, ich fand die Puzzle an manchen Stellen unnötig eng. Ich glaube, da könnte man der ganzen Sache ein bisschen Spiel geben. Also wenn sich was bei uns abgenutzt hat, dann waren es eher die Puzzleteile und weniger die Teile, was andere so berichtet haben, wenn wir dort halt eine Wache oder eine Kutsche oder was auch immer rausgemacht haben. Ihr habt halt diese Welt von Robin Hood und eine Geschichte, die darin erzählt rund um Richard Löwenherz, Prince John, den Sheriff, ne? wie man das halt kennt. So, aber und das finde ich ganz charmant. Sie, haben, Sie erzählen jetzt nicht die standardmäßige Geschichte, die man jetzt aus vielen Filmen kennt, sondern schon in einer abgewandelten Form. Dadurch gibt es den einen oder anderen Plot-Twist, oder ja, wenn man es hat, zumindest nicht kommen see. So, ähm, Das Spiel hat ähm, in meinen Augen ein sehr angenehmes Verhältnis von Geschichte zu Spiel. Das heißt, ihr lest meist so eine Einführung zum Szenario von einer Seite. Man kann dabei natürlich immer dieses Rätselbuch rübergeben. Wir haben das jetzt in unserer Gruppe eigentlich immer so geregelt. Ich habe die Sachen gelesen, ich habe die Sachen rausgesucht. Wenn dann steht, lese Seite 120 ne, und dann blätterst du das auf. Und dann ist das immer schön gemacht gewesen, dass dann 120 war zum Beispiel, es stimmt jetzt nicht, äh, ein Battler und ähm, dann war in der ersten Mission musste er auf Seite 121, in der zweiten Mission 122. Ja, der hat je nach Mission was anderes erzählt. Das Spiel lebte wirklich von dieser Geschichte, von den Entscheidungen, die man trifft und ein anderer hat sich dann immer um den Beutel gekümmert und was cool an dem Spiel ist, ist ja auch die Idee der Bewegung. Man bewegt sich jetzt nicht über Felder, also das Spielbrett ist kein Feld, es sieht da noch schöner aus, als das es sowieso schon ist, weil man halt nicht so eine Feldtrennung hat, sondern wir bewegen uns zwischen, äh, mit, mit so einem Holzbewegungsteilen, die uns sagen, wie viele Felder wir halt vorangehen könnten, die wir die aneinander legen. Erinnert vielleicht so ein bisschen an Tabletop ähm, von der Idee her. Und wichtig ist, wir versuchen mal im Schatten zu stehen, denn im Schatten können uns die Wächter nicht sehen. Später gibt es dann aber noch Elemente, die da auch noch mit reinwirken. So, die größte Stärke aber des Spiels, neben der Geschichte, die erzählt wird, ist aber die Losspielanleitung. Das ist auch schon bei der Legend von Andor genial. Ihr packt das Spiel aus, es wird euch schnell erklärt, wie das Spiel gespielt wird, ähm, wo ihr nachzulesen habt. Ihr habt so eine Seite, wo euch das mit der Bewegung erklärt wird und dann geht's los. Also, ihr spielt gleich los in das Abenteuer. Ihr müsst nicht groß Regeln lernen. Ihr habt dann später ein Regelheft, wo man Sachen nachschlagen kann. Ähm, das ist gut. Ja, das ist gut. Das Problem ist ja immer so bei den Spielen, wenn du so eine Losspielanleitung hast und das am, am, am Stück so lernst, wenn du dann irgendwo nachschlagen willst, ist immer die Frage, wo du danach suchst. Das Regelheft deckt sehr viel ab, wenn es natürlich um spoilerhafte Sachen geht, muss man manchmal im Buch gucken, das haben sie ganz schön gemacht mit diesen Markierungen. Wir hatten aber ein, zwei Mal die Fälle, wo wir dann doch mal blättern mussten, wie war das jetzt nochmal? Vor allem dann zwischen den Sessions. Und wir haben eigentlich, ja, die ersten beiden haben wir. In einer Woche auf dem anderen folgt, dann war noch Urlaub dazwischen und dann haben wir wieder ähm, in einer Woche auf dem anderen ähm, den dritten und vierten Spieleabend gehabt. Mm, ja, also, also das Regelheft ist aber wirklich eigentlich gut, aber es habt halt dieses Problem, dass ihr manchmal so nach, nachschlagen wollt äh, müsst. Beziehungsweise, was ich mir gewünscht hätte, war, man hatte ähm, man hat so Gegenstände, die man hat, Schwerter, Fässer, was auch immer, die können verschiedene Sachen. Eigentlich clever gemacht, dann hat es so ein Teil und dann legt man einen Stein drauf und dann hat man halt einen Bogen. So. Und wenn man aber immer nachgucken will, was die Sachen können, steht das halt nicht da drauf, weil man das wahrscheinlich auch von der Grafik weglassen wollte, beziehungsweise Sprachneutralität natürlich auch ein Punkt. Aber da musste man immer an dem, an dem, äh, in dem Cover des Buches reingucken und da hätte ich mir einfach so eine normale Spielübersicht ähm, gewünscht. Ihr merkt aber schon, dass es jetzt meckern, wenn es überhaupt meckern ist, auf ganz hohem Niveau. Ich kann mich dem Kanon anschließen, dass äh, die Abenteuer äh, von Robin Hood ein tolles Familienspiel ist als narrative, geschichtliche ähm, Erfahrung, wobei ich geschichtlich jetzt nicht historisch meine, sondern eine Story, ähm, die dort erzählt wird, die interessant ist, die in, in meinen Augen passigen Happen erzählt wird und eine große Stärke halt auch. Wir haben am Ende ja zwölf Stunden in etwa für die Kampagne gespielt. Ja, ähm, in einer angenehmen Spielzeit. Also, die 17, das hat jetzt auch gepasst. Es kam immer mal ein paar neue Ideen mit dazu. Das Grundkonzept blieb aber im Großen und Ganzen gleich. Gehen an Orte, fragen nach, suchen Hinweise, ähm, entscheiden uns, ne, dass wir, dass die Bedrohung nicht zu groß wird oder die Hoffnung nicht zu sehr sinkt. Ähm, also das hat, das hat, sich nicht erschöpft. Aber ich muss jetzt nicht, wie bei anderen Spielen, 20, 30, 40, 50 Stunden in so einer Kampagne verbringen. Also, das ist eine ganz große Stärke dieses Dings. Wir haben das jetzt durchgespielt. Ich freue mich, wenn die Bruder-Tag-Erweiterung kommt. Die werden wir definitiv spielen. Da kommt ja noch so ein Sideboard dazu. Ich hatte bei Amazon mal geholt. Es gab noch so drei zusätzliche Missionen. Ich glaube, drei Szenarien waren das. Die einzeln, glaube ich, sind, weil sie haben mich nicht genommen, mit beschäftigt. Ich hatte die irgendwann mal mitgenommen. Und, ähm, die spielen aber, glaube ich, auf dem Hauptplan. Ja, gerne. Gerne. Holen wir das mal raus, und da es ja von Regeln nichts Verrücktes ist, ähm, wird das auch gehen. Und ja, das ist für mich ein Musterbeispiel, so wie es am Ende sein soll. Also nicht so viel, so lange Missionen. Klar, da kann es auch Spiele von geben, aber gefühlt gerade durch die ganzen Kickstarter-Spiele, gibt es da eine Riesenwelle von. Also, wenn ihr jetzt sagt, nicht das nächste Kampagnenspiel, muss ich sagen, ja, ihr habt ja wieder ein Kampagnenspiel, aber in einem überschaubaren Zeitrahmen. Ja, also ich bin sehr angetan, sehr begeistert ähm, von dem Spiel gewesen, hat uns viel Spaß gemacht und äh, dabei hatte ich eigentlich ein bisschen Angst vor der großen Erwartungshaltung durch das viele Lob, was viele ähm, zu dem Spiel gesagt haben. Ich habe eigentlich noch nie so wirklich was Schlechtes über das Spiel gehört und kann mir jetzt auch nichts aus dem Finger sagen muss ich auch nicht ähm, denn das Spiel hat Spaß gemacht und ähm, ja schreibt gerne in die Kommentare bitte spoilerfrei achtet bitte drauf ähm, wie euch die Abenteuer des Robin Hood gefallen haben habt ihr es gespielt würde, wollt ihr es euch noch holen ähm, ja schreibt das gerne mal rein ähm, würde mich interessieren wie viele Leute es am Ende eigentlich gespielt haben weil ich glaube es war schon sehr beliebt ähm, weil das Thema Robin Hood in Deutschland glaube ich auch immer ganz gut geht und dadurch dass jetzt auch eine Erweiterung kommt denke ich dass das in Summe für Kosmos eine gute Runde Sache war ja, das waren meine Gedanken zu die Abenteuer des Robin Hood. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Ciao.